nicht, hast du sowas gegen Spoiler in diesem Spiel? Oder? Nein, nicht wirklich. Okay, weil es gibt einige Taktikausrüstung, die geleakt wurden. Da gibt es ein ganzes Video. Okay. Die wurden geleakt, und die sind alle ein bisschen so lala, was noch kommt. Hm. Aber das letzte, das ist der krasseste, der letzte, was im Video kommt, ist der krasseste Scheiß, den ich je gesehen habe. Du musst dir die 500 Kilo Bombe vorstellen und davon mindestens hunderte von, die wirklich auf dem Himmel fallen. Na klar. Das ist der krasseste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Und verschiedene Variationen vom Granatwerfer, also Granatwerfer mit Brandgranaten und mit so Schockgranaten, die einen betäuben. Hm. Ich bin immer noch Blut durchströmt. Eine schöne neue Rüstung. So, Flammenwerfer. Da hat kein Rucksack und so. Damit kannst du auch Stürmer töten, ganz ehrlich. Hm. Das kostet nur dementsprechend jede Menge Munition. Ja. Technisch gesehen kannst du damit auch Titanen töten. Der hat jetzt nicht volle Munition, der Flammenwerfer. Der hat 2 von 4. Okay. Habe ich das richtige mitgenommen? Ja, ne? Ich habe immer 6 Spritzen. Ja, ist von der Rüstung. Ist nicht, ja, also ist halt nicht sinnlos irgendwie mit dem Schiffsmodul. Hm. Da ist eine Probe gesammelt. Ja, da kommen sie schon, Daniel. Ja, schnapp sie mir. Hey, was geht? Ich hab gehört, hier ist ein Feuerplanet. Da kommt ihr alle rein. Kommt ihr alle hier? Boah. Ah, meine. Ich hab da einen Strike gemacht. Oh, weiß ich, hab den falschen Strike gemacht, fuck. Das war blöd, ich wollte den anderen Strike machen. Aber. Das ist nicht der Strike, den ich machen wollte. Okay, dauert noch nicht lange zum Nachladen, sehr gut. Auf Cooldown, den wollte ich gegen den Titanen einsetzen, den Strike war. Kennzeichne Position, westlich. Da sind schon ein paar Eier. Schau mal. Oh Mann. Wir benötigen ein Gefühl. Bist du denn? Das bist du. Ja, stark. Ja, schon befriedigend, die so abzufackeln. Aua, ich brenne. Ja, das ist immer das Problem. Man tut sich meistens selber damit anzünden. Und jetzt kommen die Eier. Dein Geschütz ist da, der schießt auf dich. Ich will mich gerade am amüsieren, okay. Mach mal leid. Irgendwie bleibt immer ein Ei übrig hier. Ja. Aber da sind Fliegen. Stirb. So, ich muss schon direkt nachschubben. Na, wo müssen wir lang? Da lang müssen wir. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob der Flammenwerfer viel bringt, aber macht Spaß. Ja, dann glaube ich dir sofort. Neuer Kanister. Oh, da habe ich direkt 4 Stück bekommen. Ey. Willkommen. Hey, was geht? Schon verbrannt, bevor er zu mir gelandet ist. Markiere Karte, westlich, 100 Meter. Aber blöde Flora.
Ich hab's ja schon wieder gehört, wie der Daniel in die Scheißdinger da reinrennt. Ich sehe das schon nicht mal mehr, ich muss halt einfach nur noch hören, ey. Also was? Er wird zwar wieder nichts treffen, aber warum nicht, ne? Einige Eier wird das schon treffen. Das sind ja noch 19 Stück. Wer macht keine Eier kaputt, ey? Stück sind draufgegangen. Ja. Do you believe in magic? In our young hearts. I don't fear no man, but this thing, it scares me. Na, so, warum sind ja noch keine Feuertornados bisher? Ich mach mich nervös. Und da ist noch eins. War noch eins. Ich weiß, bleibt immer eins übrig. So, sind wir schon fertig. Dann tun wir die illegale Übertragung der Insekten abschalten. Ja. Weil nein, ich will es verbrennen. Nein. Tut mir leid, wenn ich dir das Leben leichter gemacht habe. Seid da. Hier seid da. Ja, Entschuldigung. Du hast mich ja nicht getroffen. Okay, ich hab in eine Richtung aus Versehen geschossen. Ey, du wirst schon hören, wenn ich mich schnell bin, ich abfackelt. Keine Angst, ey. Au, 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 au. Das ist immer das Problem, man tut sich selber und du hast ihn gekillt. Ja, ist blöd, wenn ich irgendwie genau dahin schieße und genau dahin laufe, dann zur gleichen Zeit. Dann fackelt man sich meistens selber. Da hinten ist irgendwie noch ein großes Nest. Ja, hier sind jede Menge Nester noch, ganz ehrlich. Oh ja, wir sind ja gerade erst. Sind zwar schnell fertig geworden, aber. Nicht mal 10 Minuten sind wir. Ja, ja. Hey, was geht? Ah. Nur eine Probe. Das ist natürlich schlecht für meine Waffe, starke Hitze, dann überhitzt die schneller. Ja, genau. Planeten haben eine Auswirkung darauf. Ja, ja. Müssen wir auf so kältere Planeten gehen. Planeteneffekt, der heißt irgendwie orbitale Störung oder so, dann haben deine Strikes so eine Streuung, dann treffen die nicht genau da, wo du die hingeworfen hast. Heißt aber ein Flammenwerfer ist auf dem Planeten ja stärker? Gute Frage, ne? Feuer hat ja sowieso einen Buff gekriegt vor Ewigkeiten. Feuer vor Ewigkeiten schon ist ja sowieso über OP Feuer. Ja, bitte geschützt. Aber. Stürmer! Also, geh weg, geh weg. Warte, ich glaube, ich fackel ihn ab. Also, warte, ich mach jetzt mal die Löcher. Mach du das erstmal. Ich hab den gerade aus den Augen verloren. Nee, da hab ich ihn wieder. Ich kümmere mich drum. Komm, put. Gut, ich treffe die sogar alle. Ich spiele hier ein bisschen mit dem Stürmer. Oh Leute, geht weg. So. Der Stürmer ist tot.
Na gut, und das Nest ist auch tot. Hast du alle Nester? Ja. Ich habe irgendwie meinen Rover noch nie gesehen, wie der überladen ist, ey, oder? Nee, nee. Das, andere reden davon, dass das möglich ist, aber mir ist das noch nie passiert irgendwie. Finde ich merkwürdig. Ja, lass mich mal bitte in Ruhe, geh weg von dir. Oh Gott! Ich glaube, ich werde hier gerade überrannt. Keine Sorge. Wenn du jetzt darauf denkst, dir mit dem Flammenwerfer da zu helfen, okay, gut. Ja, hab ich auch. Ja, ich dachte, du kommst jetzt mir entgegengerannt mit dem Flammenwerfer, ey. Keine Sorge, ich helfe dir. Ja, ich komm so auf dich zugerannt mit der Horde und du tust einfach volle Kanne wieder mit ins Gesicht. Ich hab dir geholfen. Ja, warte mal, guck dir mal an. Ja, ich weiß. Ich hab schon mal einen Flammenwerfer benutzt, Daniel. Hab keine Angst, da kommt nur heiße Luft raus. Ich sterbe dich sofort, Daniel. Vorräte an! Ah! Ah! Ja, einer von denen wird doch bestimmt wieder gleich Verstärkung rufen, ey. Oh! Das sah ziemlich krass aus, ne? Hier das neue DLC von Diablo 4, ne? Der Trailer, ja. Ja, der Trailer können die machen von Blizzard. Die können doch keine Spiele machen. Ja, ja, die von hier Overwatch und so, die Trailer sehen auch alle geil aus. So richtig gut animiert und so. So, ich wollte schon sagen, wo sind die Vorräte? Weil die wahrscheinlich das ganze Budget da reinpacken. Ja. So. Da ist eine ziemlich große Armee. Boah. Da! In die Richtung? Ja. Tötet sie alle! Ja. Schön, wenn man ein neues Spiel. Das ist ziemlich praktisch, ehrlich gesagt. Was mit dem Strikes? Den finde ich ziemlich praktisch, den ich hier da reinwerfe. Der ist besonders praktisch, wenn du einen Backausbruch hast, dann musst du direkt da reinwerfen, dann. Östlich, 300 Meter, alles weg. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Titan in der Mission hier, dass wir den hier platt machen müssen. Oh, ja. Oh, da ist ein. Schwer, südwestlich, 50 Meter. Ach, der ist gar keiner. Sah aus wie einer. Ist ein Stürmer. Da ist er, ne? Der hat gesagt Speer. Daniel, der sagt nicht Speer, der sagt schwer. Also. Das ist eine schwere Einheit. Naja, was geht, na? Du kannst den damit töten, ganz ehrlich, das Bein von dem ist voll im Arsch. Oh Gott, da kommt eine große Armee. Ich mach dir wortwörtlich Feuer unter dem Hintern. Na, er ist tot. Schluss! Oh Gott, da bin ich am Brennen. Heiß. Wenn du divest, dann wirst du gelöscht. Ja. Ja, weiß ich. Nimm das. Ich hab gesagt, nimm das. Ob ich da 100 Gegner krieg? Ich glaube nicht. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Wow. Ich hoffe, die Trophäe ploppt hier irgendwie auf irgendwann. Oder vielleicht kommt er erst am Ende der Mission, ich weiß es nicht. Der Kanister ist leer. So, irgendwo war hier gerade eine Tür zum Aufsprengen oder Aufmachen. Ich habe die aus den Augen verloren hier. Irgendwo hier. Warte, ich mach. Das war ein bisschen Verschwendung, aber ich habe keine Lust, eine Granate da rein zu werfen, nee. Ja, noch mal spritzen. Wird uns im Krieg weiterbringen. Ja, davon habe ich noch. Wobei, ich kann mal eine nehmen und dann kann. Irgendwie ist das voll chillig hier. Ja, irgendwie schon. Aber! Von der Seite kommt auch. Ah. Gott. Gott, die Atmosphäre auf einmal.
Sternsturm. Der sah voll episch aus gerade. Jetzt ist er hier wieder nichts mehr, ey. Da ist gar keine Feuertornado, hier ist Sandsturm. Boah. Sah voll episch aus, wie im Sandsturm auf einmal hier so ein Feuer auf einmal entfacht wurde. Irgendwas ist hier vor uns oder hinter uns. Meine Drohne greift irgendwas an. Oh, nicht. So, tot durch Feuer. Trophäe ausgezeichnet. Ja, gut. Das war ja relativ easy. Aber ich bin das Ding aber die ganze Zeit nur am Spam. Hat ja auch keiner gesagt, dass das schwer ist, ne? Na. Ich glaube, ich tue einfach mal ein paar Waffen ausprobieren hier. Ja, kannst du ja gerne machen, ne? Na, weiß sowieso nicht. Wie effektiv das Ding gegen die Roboter ist, weiß er nicht. Na, Acolyte Episode 4. Kiadi Mundi is back. Ja, das macht keinen Sinn, weil die Serie spielt 100 Jahre vor den Film. Ja, ja. Dürfte noch gar nicht am Leben sein. Was sie jetzt gemacht haben, die haben das Geburtsdatum von dem mal eben schnell geändert, damit das Sinn macht. Ja, habe ich gehört, bei Wikipedia. Kam irgendwie nicht so gut rüber. Hab ich gehört. Weil in Wikipedia behauptet, dass Star Wars Theory die Leute anstiftet, den Todesdrohungen zu schicken. Ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Ja, also ich kann dir sagen, ich guck den Star Wars Theory, der hat noch nie zu den Leuten gesagt, los, greif den da an. Naja, normalerweise. Der ist immer der Erste, der sagt, die Leute sollen die anderen in Ruhe lassen. Ja, ja. Ja, aber das wissen die von Disney auch nicht. Wikipedia ist ja nicht von Disney, ne? Also, das ist schon wieder so ein arschiges Verhalten. Der hat gedroht, dass der Wikipedia verklagen will, wenn die weitermachen. Ah, ja. Das fällt unter die Kategorie Verleugnung oder so. Ach, Wikipedia, nicht Disney, genau. Nee, nicht Disney. Disney kannst du nicht verklagen. Nee. Oh Gott. Warum nicht du dein Ding da? Ah! Jetzt hab ich dich gekillt, Entschuldigung. Ja, Explosion steht da. Ich hab mir Granate da reingeschmissen. Hatte der schon irgendwie so ein offizielles... Der Kia die Munde, hatte der irgendwie so ein offizielles Alter oder so? Ja, von dem alten Star Wars, ja. Weil wenn nicht, dann hätten die ja noch sagen können, so, oh, das ist eine langlebige Rasse. Stürmer. Aber wenn nicht, dann hätten sie ja irgendwie sagen können, so, oh ja, das ist ein Außerirdischer, die leben halt ein bisschen länger. Ja. Es geht halt wieder darum, dass die das alte Star Wars geschändet haben, um ihren Scheiß zu rechtfertigen. Ja, ja. Na, wo ist mein Flammenwerfer? Ja. Ich hätte irgendwas sehen könnte. Warum haben wir schon wieder nicht das? Das ist nicht mal das Schlimmste irgendwie. Das ist auch ein Sperrfächer! Ah! Die Freiheit ruht niemals! Was mein Flammenwerfer? Ich sehe nichts. Ist so dunkel. Danke. Okay. Ja, ich box dich. Mein Gott, das hilft sogar gegen die. Ah. Das Schlimme ist halt, in Episode 1 sagt der Kian die Mundi, dass die Sith seit 1000 Jahren ausgestorben sind. Ja, da kommt vor 100 Jahren ja schon wieder einer vor, ne? Ja, ist ja, ja. Hat er das schon vergessen oder der gibt keinen Sinn, weil ja, ja. Könnte dann Argument gemacht werden, dass der Typ, den wir da haben, kein Sith ist, ne? Also. Ja, ja. Aber die Leute, die kaufen den Scheiß einfach nicht. Also, die nennen den Smilo Ren. Ja. Weil der so eine komische Heilmaske hat, irgendwie mit so komischen Zähnen. Das ist eine Höllenbombe. Pirscher! Naja. Wo kommen die her? Ah, der ist mein Kong. Da.
ist eine Garage zum Aufmachen. Ja. Oh, oh Gott. Stürmer. Ah. Mein Leben für Überherde. Da kommen sie wieder alle. Oh Gott. Ja, ich fackel dich ab. Versuch mal wegzurennen, wenn du in Flammen steckst. Das ist nicht. Ich zünd dich an. Ich weiß nicht, ob da was bringt. Wir benötigen ein Geschütz. Ich hab keine Spitzen mehr, ey. Ich hab gerade Nachschub platziert. Ich hab den Stürmer gekillt. Aua. Wo hast du das passiert, Daniel? Irgendwo hier, ich hab gesehen. Hinter dir. Schon wieder? irgendwo hier hat sich die platziert. Warte mal, ist das irgendwo auf der Karte? Nee, ne? Ich hab nichts mehr. Nee, ich hab gerade Nachschub platziert. Ja, ich könnte halt gut gebrauchen, ich hab nichts mehr. Jedenfalls keine Spitzen mehr. Das ist blöd, ey. Wir sind, vielleicht sind da Spitzen. Ich glaube, hier unten liegen Spitzen. Komm herunter, hier sind Spitzen. Ah, Stürmer! Leute, geht ja mal ein bisschen weg. Ja, immer noch welche, ey. Ich bin tot. Ich habe meine Spitze genommen, aber der hat irgendwie nicht gezählt. Nein, nein. Das ist meine Garage. Ah, komm mir bloß nicht runter, jetzt alles in Flammen. Gott. Gott, ich bin immer noch hier drin. Ich sehe nur Explosionen vor der Tür. Ist irgendwo ein Nest in der Nähe oder warum kommen die immer noch? Leute. Oh Gott. Da unten ist irgendwo eins. So, wir sind jetzt schon wieder Vorräte. Ey, macht die hier alles kaputt? Ich meine, alles kaputt. Da. Da. Hast du da alles aus der Garage? Ja, ja. Medaillen und so waren das, glaube ich. Dann weg hier. Ja, gut, die alle. Aua! Leute. So, was ist hier? Parkaußenposten entdeckt. Vorbereiten auf Vernichtung. Leichtes Nest. Oh, eins ist weg. Ja, ist ein leichtes Nest. Hier sind schon zwei Stück. Du warst am Weg. Oh, Leute, geht mir. Gott.
Ah, meine Proben. Wo bist du denn da? Hattest du überhaupt welche? Ja, ich habe 1 und 4 ja, gehabt. Ich habe doch irgendwie, habe ich nicht alle deine aufgehoben? Nee. Antrager bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Aber ich bin da reingelandet. Stürmer, Stürmer! Stürmer, Stürmer! Oh. Ah. Ah. Nimm das. Und das. Aber zwei verschiedene, der ist da gerade angegriffen. Was hat einer da unten? Ich hab da deine da oben, ey. Nein, er hat mein Ding kaputt gehauen. Warum können die ja nicht abzuspawnen? Ey? Hier noch ja alle Nester kaputt gehauen. Ah, einer hinter mir. Boah, was von dir? Nein. Ich hab's gesehen. Boah. Bin mitten in den gelandet. Ja, wir müssen jetzt mal die Fischer da legen. Ja. Wir kommen immer irgendwie aus derselben Richtung. Ja. Bitte stärker ja. Nein, du. Also, ey, ich bin hier mitten außerhalb der Karte gelandet. Leute, Mann, jetzt doch mal, wo kommt ihr alle noch her? Wir machen euch doch ja schon alle kaputt. Leute, haben wir es jetzt mal bald. Wo kommt ihr alle her? Ah, natürlich kommt da noch ein Stürmer. Versuche mal meine Probe zu holen, meine alten. Da ist irgendwas Rotes auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das Pirschen sein könnte. Versuche mal dahin zu gehen. Meine Güte. Ah. Was ist da? Wäre das nicht das Pirschen ist? Ja, ich bin auch vorher schon gestorben. Wir werden auf der Karte keine Proben mehr von dir angezeigt. Okay. Ich glaube, ich habe dann jetzt gefunden. Das ist irgendwie so ein Riesenpilz. Ja, ich die fliegenden Viecher. Ja, ich weiß. Ach so, deswegen. Meine kaputt machen. Ich bin mal so ein riesen Pilz, ja. Von dem kommt der ganze. Ja. Ja, ich würde den am liebsten ja erledigen, aber Gegner sind ja alle. Ja, ich habe keinen Strike oder irgendwie sowas. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit, aber ich bin wieder über ein Gegner. Leute, Mann. Oh. Ist doch jetzt mal gut. Hey, hier sind so viele Gegner. Ich hab schon. Ja, der explodiert nicht. Boah. Na, warte, ich lande da jetzt rein. Nein.
Ja, geht irgendwie nicht kaputt. Ah! Ey! Wo kommen die denn alle her, ey? Ja, wir sind doch nirgendwo mehr Nester oder so. Ja, die ganze Zeit? Ja, genau deswegen kotzt mich diese blöden Insekten an, die hören einfach nicht auf. Ja, du killen dir eine Million von denen, die sind immer noch da. Dann kann ich diese Viecher nicht ab. Ah, nein, ist klar. Da, jetzt sehe ich das Ding auf der Karte. Ey. Blödes Speernest. Da, wo du bist, genau. Oder hast du halt gefunden? Nee, ich bin hier gerade beschäftigt. Ich bin hier gerade daran zu sterben, du. Ist aber genau bei dir in der Nähe, der Teil. Ja, ich sehe hier gerade gar nichts. Ich bin hier nur am Wegrennen. Werd hier überfordert. Wenn du das siehst, dann mach ich das kaputt. Ich habe hier gerade angeprobiert. Ich bin hier sowas von tot. Aber jetzt erzähle ich das noch nicht. Ich bin tot. Ah. Ja, wo ist es? Keine Ahnung. Wir sollten das sowieso lassen, das kriegen wir sowieso nicht mehr in dem Sturm. Aha. Neue Insekten. Neue Insekten sind voll chillig im Gegensatz zu den Roboter. Weil wir auf schwer gespielt haben. Und da war zwei Missionen sogar geschafft. Jetzt sind wir hier in der Insektenmission, wir haben die nicht geschafft. Vorhin war die Bauch voll chillig. Ihr könnt jetzt mal wieder probieren, aber wahrscheinlich wieder zu gierig waren. Wir hätten auch nach Hause gehen können schon längst. Die haben ja nicht aufgehört zu spawnen, ey. Die hören ja einfach nicht auf. Die hören nie auf. Aber ich soll doch voll überlebe jetzt, ne? Das bringt doch nichts, wenn ich jetzt evakuiere. Wir haben ja keine Proben. Gott, ey. Boah. Ich will nie wieder von dir hören, dass die Insekten einfacher sind. Nie mehr, ey. Das war doch alles am Anfang noch ganz einfach. Ja. Und dann nicht mehr. Bei den Robotern tun wir immer schaffen zu flüchten. Ja, bei den Robotern tun wir bei den Insekten manchmal nicht. Ich höre ständig von dir, dass du mit Gegnern zu tun hast, die du nicht bekämpfen kannst bei den Robotern. Ja, aber irgendwie schaffen wir es am Ende immer. Bei den Insekten haben wir schon voll oft. Weil ich die ausschalte. Ja. Kann man nur so geil auf die Insekten sein. Ich verstehe das nicht. Alles wird von allen Seiten wirst du beballert, ey. Ja, und am Ende schaffen wir halt immer. Ging zwar eher derbe auf der Fresse, haben wir mal ein paar Leben noch übrig, aber am Ende schaffen wir halt immer. Bei Insekten haben wir schon voll oft die Mission gar nicht mal abgeschlossen. Ich sag ja, wir waren wieder zu gierig. Ja, genau. Ist jetzt geschafft, wenn wir einfach gegangen, wir haben die Mission ja schon längst abgeschlossen. Wir hätten ja längst gehen können. Da machen wir jetzt einen chilligen Säure-Titan. Dann werden wir ja sehen. Ja, jetzt habe ich vergessen, mir eine neue Waffe zu holen oder so. Warte, ich war noch mal der hier, ne? Ich krieg sowieso nichts gegen das Ding. Hm,
Sprengwürfe deine Raketenwerfer. Ja, das was bringt. Ja klar. Je nachdem, wo ich treffe, ne? Der Raketenwerfer ist nicht schwächer als die anderen Waffen. Der macht denselben Schaden, der kann schwere Panzerung durchdringen. Ich habe schon Gegner. Wo seid ihr? Bonk. Gib mir das und das. So, vielleicht kriege ich ja mal den Säure-Titan. Weil ich immer noch nicht die Trophäe von denen ab. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Ich nehme an, ja, weil irgendeiner muss sie ja getötet haben in der Vergangenheit. Muss bis jetzt alle irgendwie den Gnadenstoß gegeben oder so, nehme ich an. Von den einen Viechern, von den AT-ATs, von denen habe ich eine Trophäe bekommen. Also einen von denen welcher wohl erledigt haben, dann nehme ich an. So, illegale Übertragung. Was ist der Unterschied zwischen den Dingern? Ja, warum muss man dann überhaupt, wenn man das nicht erledigen kann, oder was? Ja, ja. Ja, ja, deswegen ja. Also einfach abschießen, das Ding. Ich nehme an, als wenn man nicht die richtige Waffe hat dabei. Ja. Mich ein Raketenwerfer oder irgendwie so etwas. Mein Gott, hast du den Uppercut gesehen? Ist voll weggeflogen. So. Keine einzige Probe hier. Ich hab keine gesehen. Boah. Ich bin tot. Von dir? Ich hab doch nichts gemacht. Hinter dem Haus. Was hast du getan? Vielleicht weil du mir keine Rückendeckung gegeben hast. Hat. Ja, du, dann spiele ich irgendwie verantwortlich machen, so Guild Trip mehr. Wir sind gestorben, weil ihr Partner sie nicht gerettet hat rechtzeitig. Wieso kann ich das Ding nicht direkt anvisieren? Ich kann irgendwie nicht eine Markierung direkt auf das Ding, auf den Säure-Titan setzen. Weil normalerweise tut er halt ja immer. Sie sagen so, oh, da Säure-Titan, da, keine Ahnung. So. Oh, safe. So. Das könnte nützlich sein. Was brauchen wir denn dafür? Rauch, Statikfeld. Nein, danke, nicht nochmal. Oh, jetzt nur Müll. Nur Rauch, Statikfeld und so. Ich hab hier Sprengstoff, habe ich hier. Ja. Mehr ist ja, glaube ich, auch nicht. Seltene Probe gesammelt. Wo ist mit dieser Sprengstoff? Oh, sehr gut. Der andere Zeug ist alles Mist. Das ist nur Rauch und Statikfeld. Ja, warte doch erstmal, bevor du das aktivierst. Wir kommen doch so oder so. Ja. Paket gefunden. Aber nicht hier, erst wenn wir.
aktivieren, eigentlich. Ich nehme mal, ein Statikfeld ist besser als Rauch. Ich habe hier Nahkollen. Muss ich ja noch gefunden. Ja, hier ist nur Mist. Also. Mehr aber nicht. Hier draußen ist auch nichts. Na, das müssen wir halt so reinpacken. Na, dann. Rauch, Rauch. Ja, mehr aber nicht. Leider. Eins, zwei. Ja, eins brauchen wir noch. Naja. Dann bringe ich mal ein bisschen Rauch. Oh, sehen aus wie Lippenstifte, die Dinger. Ja, das wissen wir, Daniel, das hast du mal gesagt. Ja? Ja. Na gut. Was hast du jetzt als Herz reingepackt? Der Rauch haben wir da auch noch drin. Ja, was hast du als Erstes reingepackt, meine ich? Weil nicht, weil Statik fehlt oder so. Ein bisschen wichtig, das zu wissen. Okay. Werfen wir einfach alles auf den Titan, nehme ich an. Okay. Haben wir ein Geschütz darauf geworfen? Oder was du halt? Ich hab gar nichts geworfen. Okay, dann ist mein Geschütz da drin gelandet. Mein Gott. Du schießt alle Insekten da auf dem Felsen weg. Da. Das war ein sehr gut platziertes Geschütz. Das nächste folgt zugleich. Oh, ist der abgeprallt, ist klar. Wow, wo kommst du her? Schau dich, der haut mich. So. Hier müsste jetzt eure Titan irgendwo sein. Ich glaube, deine ist er. Ich sehe noch nichts. Ihre Position, egal. Wer? Nördlich, 100 Meter. Ist er das? Ja, ist er. Na gut. Dann tun wir einige Sachen. Meine Schienenkanone setze ich ein, macht am meisten Schaden. Oh ja. So, was passiert? Ich hab ihn getroffen. Der kommt doch. Na komm. Na, ist das schon wieder zu weit weg? Boah. Oh, sehr gut. Ja, jetzt habe ich die Trophäe auch bekommen. Ausgezeichnet. Ich dachte, er wäre zu weit weg. Ich hab da einen Trick dafür. Wenn die kotzen, dann bleiben die stehen. Wenn du die zum Kotzen bringst, dann... Dann Trick, um die dazu zu bringen, stehen zu bleiben halt, ne? Ja. Stürmer! Oh. Verletzung? Was für Ich hab noch einen Raketenwerfer dabei. Ich wollte ihn die ganze Zeit für dich markieren, ey. Ich bin hier gerade ganz woanders, du. Hab den schon erledigt. Aua. Ich bin am Nachladen, Kollege, lass mich in Ruhe. Ich box dich mit meiner Bazooka. Jetzt lernen wir das Alphabet. Denn B steht für Bazooka. Braucht man ja gar nicht unsere. Braucht man ja gar nicht unsere Safe. Jetzt geht's wieder los. Pass auf.
mal wieder voll angenehme Wellen. Den Spritzen als mögliche. Nee. So. Ja, was haben wir da oben noch? Ich bin hier noch. Oh, gut, da ist was. Positioniere Pin, nordöstlich, 100 Meter. Warte mal, ja. Oh, nee, nicht schon wieder. Sag ich noch mal, so ein Pilz kommt oder so, ne? Ich hab hier noch einer, ist aber wieder einer ist. Hi, was ist hier? Ich sehe nichts. Hier ist was. Aua. Nicht töten, bitte. Mein Gott, bin ich, wo ich die jetzt immer treffe. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Aua. Wo seid ihr, Leute? So ein bisschen unschön ohne Sicht. Ah. Hasse Sand. Mir wird auch nichts mehr auf der Karte angezeigt, ey. What? Der nächste braucht kein rotes Ding mehr. Ah, okay. War einfach nur Säure-Titan-Layout hier. Ein Säure-Titan-Layer. Na gut. Ich hab gedacht. Aber hier vorne ist irgendwo was. Ich sehe aber überall noch rote Punkte um uns herum. Keine Nester, ne? Nee, nee. So. Ach. Aber meine Füße sind auch qualm von dir. Aua! Dein blöder Rover. Aua! Oh. Ich habe das ein großes Nest. Ja. Ja. Gott. Mal erst gucken, wie man da reinkommt, ey. Also, ne, hab ich dich getroffen. Okay. So, eins. Zwei. Ja, wie geht's, na? Da. Oh Gott, ja. Kommen wir ein bisschen zu viele Leute gerade von der Richtung. Gott. Also weg, also weg, also weg. Aber. Stürmer dahin.
Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Wieder 10 Milliarden Sachen auf einmal. Anlage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Bonk. Soll ich meine Raketen davon nicht mehr? Nein, zwei sind da noch. Ich habe keine Granaten mehr, das ist das Problem. Er braucht Granaten, wenn du eine Granatenpistole hast. Das bist du mal los. Ja, ich auch. Ich bin auch wieder umzingelt von allen. Wie immer. Aber es ist okay, weil es super einfach ist. Und die Gegner hier voll easy. Ich will lieber gegen einen Stürmer als gegen das alles hier kämpfen. Wenn du hier sehen könntest, was hier gerade um mich wieder herum ist. Du denkst echt, ein Stürmer ist schlimmer als all das? Ich habe so das Gefühl, wir haben irgendwie so verschiedene Sichten von der Welt. Kannst du zum Beispiel nichts machen? Ja, ja. Wenn ich mal Raketenwerfer dabei habe, schon. Habe ich noch gar nicht. Jetzt habe ich den wieder. So, wo sind denn die restlichen Nester? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ja, da war noch eins. Da. Ja, hier sind noch zwei. Okay. War aber nur noch eins. Warte. So. Ja, jetzt kann ich von hier aus nicht sehen. So, ich habe da 10 von 10 erledigt. Aber wir haben nichts bekommen. Okay. Ich kann das nur nicht kaputt machen jetzt. Geh weg. Ja, da kommen sie schon wieder. Dann alle. Ja, bitte weg hier. Mal geschützt eingepackt hat, macht die schon. Ah, hinter dir. Irgendwas ist noch vor uns. So zwei. Und noch eins. Zwei. Das ist getting out of hand. Ich entscheide einfach daran vorbeizugehen, wenn keine Lust darauf hat. Sind nur drei. Und eins davon ist schon erledigt. Was? Alle Burglöcher. Oder sind das einfach alle, die auf der Karte hier sind? Freut mich. Nein, ist der gerade rausgekommen. So, ach, wie viel Proben? Okay, dann war das nur. Noch 11 Proben. Weg hier. Evakuierung verfügbar. Ja, 20 Minuten, was? Ja. Okay. Da kommen noch 4 normale Proben, warum war? Oh, da kriegen wir hin. Ja, der ist nicht wieder zu gierig, was da ist. Einer. Er ist tot. Neues Nachschub. Vorräte. Ja. Okay. Ich bin für alles offen, aber. Ein paar Proben gebrauchen, ganz ehrlich. Ja, ja. Vor allem die nochmal. Wir können jetzt natürlich auch wieder scheitern und dann verlieren wir alles. Ja, wir haben noch 7 Leben, wir haben noch 20 Minuten. Von daher, da ist schon wieder so ein blöder Pilz. Okay, deine Worte in Gottes Gehör, ne? Also, ich will da keine Beschwerden. Wenn wir gleich wieder überrannt werden, ne, will ich keine Beschwerden von dir hören. Ja. Oh, oh Gott. Jetzt kriegen wir vielleicht ein bisschen besseres Sicht hier.
Aber nee, bin ich so in der Seite geflogen. Oh Gott. Ich habe doch mal einen Speer gerade wieder. Nein. So. 3 Proben noch kommen, Leute. Ja, sieht er uns? Der ist in irgendwann explosives reingerannt. Okay. Ich glaube, der ist in der Höllenbombe reingerannt. Irgendwann sind die Leben nicht, die Viecher. Ich habe die jedenfalls nicht gezündet. Wir müssen es. Oh, da war ein Stürmer. Er hatte einen freien Schuss auf den. Ja, ja, du hast ihm den Kopf weggeballert. Ah, ja, ja. Habe ich noch nicht gesehen, also. Anyway, I started blasting. Ah, der hat schon wieder Verstärkung gerufen, ey. Hast du da irgendwelche Proben? Ich hatte eine, ja. Ist denn noch ein großes? Jetzt müssen wir auf den. Was auch immer ist, macht das. Das war mein Safe ein, ja. Die greifen alle dein Geschütz an, ne? Na ja. Das war der Statik-Ding. Also, zunächst sagt ihr, wenn ich am Glitschen. Wie am letzten Mal. Wir müssen aber noch ein paar Proben sein, ey. Ja, ja. Da ist eine Höllenbombe, steht da oben. Wir benötigen ein Geschütz. Hier ist eine Höllenbombe. Naja. Ich glaube, da war Napalm. Gerade. Müsste noch ein Nest sein. Ich habe gerade eins kaputt gemacht. Hinter dir. Eins. Hinter dir war eins. So, eine Probe noch, komm. Ich hab hier eine seltene gehabt. Ach. Oh Gott, ich sah eine Höllenbombe. Ja, ja, ich hab hier. Wer ist das Vorratswacke? Da haben die auch was dran geändert. Wenn ihr das mit einer normalen Primärwaffe anschießt, explodiert halt nach einer Zeit. Wenn ihr das mit einer schweren Waffe anschießt, explodiert halt sofort. Naja, hab ich glaube ich schon vorher gemacht. So. Weiter. Dann da kommen wieder viele. Ja. Ich werde auf dem Rückweg. Was noch irgendwas? Jetzt haben wir wieder hier keine Sicht, ey, boah. Ja, ich hatte aber gerade da was markiert noch. Eine Sache war da noch. Ja, ich bin ja hinter dir. Ich komme zwar nicht vorwärts, aber ich bin hinter dir. Ich gehe vor, ich folge euch. Ich finde aber Spaß an der Primärwaffe, die ist gut gegen die Insekten, ne? Ja, okay. Die hat aber nur leichte Panzerung durchdringen, ne? Das macht die perfekt für die Insekten, weil die nicht so viele gepanzerte Sachen haben. Also dann eine Vieh. Mhm. Gegen Stürmer setze ich meine Primärwaffe sowieso nicht ein. Gott. Ich hab hier Platz. Ja, dann lauf nicht zu weit zurück, ich kann dir nicht helfen, wenn du zu weit weg bist, ey. Ich bin da vor dir. Ja, aber ich sehe nicht, wie weit. Ich sehe überhaupt nichts, ey. Ich sehe noch. Wie weit du von mir weg bist, ey. Ich sehe noch, wie du hinter mir bist, mehr oder weniger. Ja, ja, ich kann dich von mir sehen, aber wie weit bist du weg, ey? Ja, bitte geschützt.
Ja, ja, muss ja nah genug gewesen. Das habe ich mein Geschütz da platziert. Tut unsere Verfolger erledigen hoffentlich. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Schon irgendeine normale Probe. Da, da, da. Was war das? So Schaden auf Dauer bekommen. Ah. Ah, eins. Zwei. Perfekt. Wir benötigen ein Geschütz. Schon irgendwo eine normale Probe. Irgendwo. Nein. Aber überall ist Munition. Ich hab hier noch eine seltene Probe gehabt, aber. Ah! Das ist ein Stürmer. Ja. Ich Munition, aber keine Probe. Vielleicht seinem. Vielleicht seinem Evakuierung-Ding noch eine. Irgendwo. Ja. 300 Meter. Warte, was ist das? Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Hab was gefunden. Boah, Medaille. Meine ist eigentlich besser, aber. Gib mir die Spritze. Oh, ich hab voll. Ja, der gewöhnliche. Ja, zwei Stück. Okay, raus hier. Lauf, Daniel, lauf. Lauf. Da haben wir noch 12 Minuten, okay. Da, komm schon. Trophäenjäger heute. Ja. Das ist immer der dritte heute schon. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, aber ist mir egal. Ja, für mich ist das meine zweite. Also. Ja, du kannst ja auch noch das mit dem Rucksack machen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ja, du musst nachladen, ne? Achso, das, ich dachte, du meinst, da gibt es irgendwie eine Trophäe. Irgendwas mit einem Ragdoll. Während dem Jetpack oder sowas. Nein, ich meine mit dem Nachladen. Ja, ja. Du musst einfach nur den Rucksack aufheben und nicht das Geschütz. Ja, ja. Also am Anfang der nächsten Mission machen. So, ist nur noch überleben mit den Dingern. Evakuierung verfügbar. Ich finde, das läuft sehr viel besser als sonst. Jetzt hier mal Nachschub hier hin. Aber so. So. Ja, wir sind ja noch hinter uns die ganze Zeit. Ich will einfach mal weg. Unseren 16. Von da kommen sie. Wir benötigen ein Geschütz.
Scheiße. Wow. Habe ich denn? Ja. Oh Gott, neben mir. Ah. Da. Sammel meine Proben ein. Na. Das ist mein Zeug. Lass mich da durch, ihr Leute. Ah. Oh mein Gott, lass mich doch mal da durch. Boah. Ja, Schatten landet. Ja, das ist jetzt blöd, Alter. Ja. Ich bin auch tot. Boah. Schaffen wir nicht. Gott, gibt's da jetzt einfach nicht. Doch, das ist uns leider nicht vergönnt. Bereit zum Vorteil. Wo sind meine Proben jetzt, ey? So, ich habe deine Proben raus hier. 16. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Muss ich mir nicht zweimal sagen. So, ich bin drin. Oh. Komm hier rein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh mein Gott. Boah, natürlich muss er halt noch. Natürlich muss er halt noch voll knapp am Ende sein. Wissenschaft erfordert Quantität. So. Das haben wir nicht nur, ich habe die Trophäe bekommen, weil ich die 15 mitgenommen habe. Kann gut sein, ja. Nein. Hast du was gekriegt? Ich habe eine Trophäe bekommen, ja. Ich nicht. Boah. Gibt's doch jetzt nicht. Doch. Müssen wir für dich auch noch machen. Wissen also, wie man die fallen lässt. Ja, voll mies. Wir kriegen die auch beide am Ende. Ich hab doch auch mich aufgehoben, ey. Ja. Aber ich habe die eingesammelt am Ende und abgeliefert. Ja, aber du hast nicht alle 15 alleine gehabt. Ja doch, ich habe deine Proben eingesammelt. Ich hatte auch welche eingesammelt, bevor ich reingegangen bin. What? Ja, ich hatte aber 16 Proben. Aber ich habe auch welche aufgesammelt. Ich habe die aufgesammelt, die du fallen gelassen hast, ja. Ich hab doch meine aufgehoben. Davon weiß ich nicht. Ich habe da welche aufgehoben noch, bevor ich fein reingegangen bin. Hm. War das nur die eine oder was, die ich fein gelassen habe oder was? Weiß nicht. So, synthetische Zusätze. So. Na, das nächste kann ich mir noch nicht mal holen, wenn man da noch mal bessere braucht.